Servus Leute, ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Vor kurzem haben die Mädels, also der YouTube-Kanal vom Carlsen Verlag, einen Tag ins Leben gerufen, der dreht sich um Auf immer gejagt. Dieses schöne Buch von Erin Summerill, heißt die gute Frau. Kostet 19,99 im Hardcover. Heute stelle ich euch das Buch mal vor, denn ich habe es vor kurzem gelesen. Ich lese euch mal kurz den Klappentext hier vor. Im endlosen Wald kennt Tessa jedes Blatt. Dort im Schutz der Bäume fühlt sie sich zu Hause. In ihrer Heimatstadt Brenton hingegen wird sie nur geduldet, denn ihr Vater Saul genießt als Kopfgeldjäger des Königs zwar großes Ansehen, doch Tessas Mutter war eine Verräterin aus dem Nachbarland und dessen Bewohner beherrschen schwarze Magie. Als Saul hinterrücks getötet wird, steht Tessa ganz allein da. Jetzt hat die junge Pferdenleserin nur eine Chance auf ein eigenes Leben oder auf ein sicheres Leben. Sie muss im Auftrag des Königs den angeblichen Mörder jagen. Cohen, der Gehilfe ihres Vaters und ihr Freund aus Kindertagen, den sie heimlich liebt. Tessas besondere Gabe sagt ihr, dass Cohen schuldig ist, aber ihr Herz spricht eine andere Sprache. Ja, das ist ein Buch aus dem Fantasy-Genre. Es geht aber nicht zu heftig rein. Also es gibt kommen keine Trolle und so Gedönse und Orksen und irgendwie sowas vor. Nee, das ist so, ja, so eine Art ein bisschen mittelalterliches Setting. Also wo eben das spielt, in einem Königreich, in dem ein noch sehr junger König regiert, und der, ja, als Junge, als er noch ganz jung war und sein Vater gestorben ist, hat ja so ein anderer Regent das Land regiert. Und da wurde im Prinzip ja die Magie aus dem Land verbannt. Im Nachbarland, mit dem immer mal wieder so kleine kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden, ja, da gibt es diese Magie noch, die zum Beispiel eben Tessas Mutter die konnte irgendwie die Magie anwenden. Und deswegen wurde sie auch als Verräterin betrachtet. Und ja, mehr will ich jetzt gar nicht erzählen. Cohen, der hier des Mordes bezichtigt wird, das ist ihre Jugendliebe. Mit dem zusammen ist sie aufgewachsen. Den hat ihr Vater auch zum Pferdenleser ausgebildet. Und jetzt wird gerade eben diese Cohen, ihre Jugendliebe, des Mordes bezichtigt, des Mordes an ihrem Vater. Jetzt ist es natürlich dumm, dass Tessa auch eine gewisse Gabe, eine geheime Gabe besitzt, die es ihr nämlich ermöglicht, die Wahrheit und die Lüge zu erkennen. Und nun erkennt sie, dass es eben anscheinend wahr sein muss, denn ihre Gabe sagt ihr eindeutig, ja, es ist wahr,
Cone hat meinen Vater ermordet. Und jetzt schickt sie einer der Wachen, ein Hauptmann der Königswache im Auftrag dieses Prinzregenten oder wie auch immer dieses und im Umkehrschluss natürlich des Königs auf die Jagd nach Cohen, dem Mörder ihres Vaters. Dummerweise ist sie auch noch eines Verbrechens überführt worden, das sie möglicherweise an den Galgen bringen könnte, wenn der König nicht Gnade vor Recht ergehen lassen würde. Und so ist sie ganz schön unter Druck, den Mörder, den angeblichen Mörder ihres Vaters aufzuspüren. Natürlich sollte ihr das als Pferdenleserin mit ihrem Talent gelingen. Und so begibt sich Tessa und ein paar Wachen samt Hauptmann der königlichen Wache auf die wilde Hatz nach dem angeblichen Mörder ihres Vaters. So arg viel mehr will ich jetzt gar nicht erzählen. Ich kann euch erst mal sagen, dass es auch eben eine außergewöhnliche Liebesgeschichte beinhaltet, dieses Buch. Nicht so 0815. Das hat schon ein bisschen, es ist anders. Durch die Fähigkeiten, Tessas Fähigkeiten, dadurch, dass sie Wahrheit und Lüge erkennen kann, dadurch, dass sie den Mörder ihres Vaters bzw. eben den Schüler ihres Vaters schon so lange kennt, und eben durch die Jahre eine gefestigte Liebe entwickeln konnte, ist das was anderes als in vielen anderen Romanen, in dem so die Protagonistin den Typen sieht und bum bang die Liebe fürs Leben innerhalb von einem Fingerschnippen. Diese Gefühle, die haben, das merkt man auch in dem ganzen Buch, viel tieferes Fundament. Diese Hatz, diese, ich würde fast Roadtrip, zu Fuß, zu Pferd und zu Kutsche und zu, mit was sie sich denn alles durchschlagen und wen sie denn da alles treffen, ist schon sehr interessant. Es gilt auch im Endeffekt noch einen Krieg zu verhindern, denn es bahnt sich zwischen diesen beiden Ländern, dem Land ihres von Tessas Vater und dem Land, aus dem ihre Mutter stammt, ein schlimmer Krieg an, und es ist auf Messerschneide, dass man den noch irgendwie verhindern kann. Hier drin steht ein überraschendes, fesselndes Abenteuer und eine wunderschöne Liebesgeschichte. Und das kann ich voll und ganz bestätigen eigentlich. Mir hat es richtig gut getaugt. Ich fand die Protagonistin sehr sympathisch, echt ein tolles Mädel. Die männliche Hauptrolle, Cohen, glaube ich, heißt er, ja. Oder nicht, dass ich jetzt da. Ja, doch, Cohen. ist auch ein echt
cooler Typ. Es kommen im Ganzen richtig tolle Typen drin vor, ob jetzt dieser Hauptmann der königlichen Wache, der, tja, du weißt bis zum Schluss eigentlich nicht, ist der Typ jetzt ein Arschloch oder ist er einer von den Guten. Dann weißt du, einer von diesen Wachen ist ein echtes Arschloch und einer ist ein echten Guter, das weißt du. Und hier die Mischung ist richtig gelungen, ist echt toll. Und dann die zeitweisen Begleiter und Begleiterinnen, diese auf ihrer Reise, auf ihrer Jagd nach Cohen und wieder zurück, ich sag's mal so, denn es geht ja hier, es geht hier, so viel sage ich mal, nicht nur um die Jagd nach Cohen, nach dem Mörder, sondern schließlich und endlich darum, ja, jemanden in gewisser Weise von einem Fluch noch zu befreien und die Wahrheit, die große Wahrheit ans Licht zu bringen. Deswegen sehr viele Schattierungen hat die Story, viele Windungen und Wendungen, die ich eigentlich alle richtig toll finde. Es ist auch toll und flüssig geschrieben. Im Ende alles summa summarum, alles wirklich, wirklich top. Aber ja, so es fehlt nirgendwo viel, ja, aber doch immer trotz allem so ein ganz kleines bisschen, ne? Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, das ist ganz wieder ganz so auf hohem Niveau kritisieren, aber das ist eben, du hast diese ultra geilen Geschichten, ja, in die du dich richtig, richtig reinstürzen willst, und dann hast du eben zum anderen einfach ganz, ganz tolle Geschichten, denen eben trotzdem so immer noch das letzte Ding fehlt. Deswegen, ich gebe hier mal ich glaube 11 Punkte ist absolut gerechtfertigt. Ich könnte vielleicht sogar noch einen Punkt drauf, aber ich bleibe bei 11 Punkten, 11 von 15 Punkten, ja, für euch 4 Sterne und so, na, ist klar, aber ja, mehr will ich jetzt nicht geben, weil es hat einfach noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, so wie es ausschaut, so wie es geendet hat, es ist jetzt kein Cliffhanger in der Hinsicht, es ist nur eine Aha, da muss noch was kommen, Ende sozusagen. Tja, und ich denke, dass so wie es vermutlich weitergeht in der Geschichte, da noch mal einiges rauszuholen wäre, und ich lasse mich einfach mal überraschen, ob die Autorin hoffentlich beim zweiten Teil noch ein bisschen Gas gibt und noch mal eine Schippe drauflegt. Aber
im Großen und Ganzen kann ich es absolut empfehlen. Mich hat es wunderbar unterhalten. Ja, und gerade jetzt als erstes Buch nach einigen Hörbüchern, die ich mir vor kurzem reingezogen habe, eben, ja, hat es mich wieder richtig reingezogen ins Bücherlesen. Von dem her richtig, richtig gut. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.